Ja, hallo und herzlich willkommen bei Meister Frickel. In diesem Video fahren wir den Audi zum Schrottplatz. Viel Spaß bei diesem Video. Zum Schrottplatz den Hobel wegbringen. Habe ich die Handbremse los? Ja, habe ich. Gut. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal zum Schrottplatz. Schrottplatz Lange. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Mega Leute. Echt gute Dudes da. Und da kann man gut mit zusammenarbeiten. Und was wir da genau machen, das erzähle ich natürlich auch gleich noch. So Leute, Karre steht, man weiß und sieht, auf dem Schrotti. Und warum steht die auf dem Schrott? Nein, ich bringe die Karre natürlich nicht zum Schrott, sondern Spur einstellen und TÜV drauf machen. Die Kollegen hier machen Spureinstellung, machen die auch. Hat er mir gerade noch gebeichtet, bei der tiefer gelegten Karre kann es sein, dass sie mir noch die Stoßstange abreißen müssen. Ich hoffe nicht, weil sie sonst nicht messen können. Aber ansonsten ja, sieht es erstmal nicht so ganz so schlecht aus. Wo ich ein bisschen Sorge habe, ist die Tieferlegung. Ich habe da zwei Papiere für, aber ich habe keine Nummer gefunden. Ich lasse jetzt einfach drauf ankommen. Mal gucken, was passiert. Vielleicht klappt es ja. Jo, ansonsten wünsche ich mir einfach Glück. Ja Leute, hat natürlich nicht so geklappt, wie ich das wollte. Die Spur wurde eingestellt, hat hervorragend geklappt. Alles super, bin ich zufrieden. Das Ding läuft geradeaus, so wie es sein soll. Deswegen war die Wahl des Schrottplatzes in dem Moment vielleicht nicht falsch, weil alles in Ordnung, die haben alles super gemacht. Aber der Prüfer, der dort war, sagte direkt, die Karre, die werde ich so definitiv nicht abnehmen, weil nämlich die Tieferlegung nicht eingetragen war. Ich hatte das Gutachten der Tieferlegung schon mit beigelegt, aber der Prüfer, der dort war, konnte keine 21er Abnahme machen, die ich wohl jetzt haben musste. Echt ärgerlich. Früher, ich weiß einfach von früher, bin ich hingefahren zum TÜV oder zur DEKRA, habe gesagt, ich will die Felgen eingetragen haben, haben sie mir die eingetragen, will die Tieferlegung drin haben, will das haben, will das haben. Wurde mir alles eingetragen, ich habe mein Geld hingelegt und dann war das alles gar kein Problem mehr. Wenn aber dann so Probleme hast wie ich, du hast eine Radreifenkombination mit Spurplatten, die eingetragen sind und dazu kommt aber jetzt noch eine Feder, also eine bestimmte Feder, die da eingebaut worden ist, Tieferlegung quasi, muss das alles zueinander passen. Und dann wird das wieder neu alles zusammen abgenommen und auch neu wieder so eingetragen. Echt lästig und ist auch gar nicht mal so günstig. Nur die 21er Abnahme hat mich hier in Nordrhein-Westfalen jetzt gekostet 265 Euro. Ey Leute, 265 Euro. Naja, dann wollte ich ja auch TÜV haben. Das kostet dann jetzt auch nochmal hier bei der DEKRA 145 Euro. Komme ich auf einen Gesamtbetrag von 410 Schleifen. Ey, da packe ich mir doch den Kopf, ne? Also ehrlich, das macht doch keinen Spaß mehr, da sowas zu machen. Finde ich jetzt. Also ich habe noch was vor der Brust mit dem anderen Bus. Da muss ich auch noch ganz viele Eintragungen machen. Da werde ich jetzt alles zusammenschmeißen, alles, was ich haben will, direkt auf einmal machen, weil alles andere lohnt sich nicht. Das ist halt eine Staffelung, ab irgendeine Sache, so und so viele Eintragungen, die zusammengehören, hast du halt so einen Festpreis und der geht nicht mehr darüber.
Ich denke mal, ich werde es so machen, dass ich alles auf einmal machen lasse, quasi, damit ich irgendwann doch noch ein bisschen Geld sparen kann dabei. Was dann trotzdem noch extrem teuer sein kann, wie wir jetzt gesehen haben. Auf jeden Fall, ich habe die Eintragung, ich habe alle Unterlagen nochmal zusammensuchen müssen. Ich hatte nichts im Auto, der Vorgänger hat mir leider nichts mit übergeben. Im Bordbuch war nichts drin, weder von den Felgen, von den Spurplatten noch von der Tiefverlegung. Ich musste mir alles aus dem Internet rausziehen. Ich hatte Glück. Bei H&R, wo jetzt zum Beispiel die Felgen und die Spurplatten sind, da zahlst du einen Preis, glaube ich, von 28 Euro oder so, irgendwann um die 30 Euro. Und dann kriegst du die Unterlagen zu den Sachen mit der richtigen Nummer dann zugeschickt. Du zahlst erst das Geld und dann zwei Tage später kriegst du eine E-Mail. Dann sind alle Unterlagen zu deinem Fahrzeug dabei. Du musst auch dein Fahrzeug angeben. Und dann hast du die Eintragungssachen, die du brauchst, hast du dann auch. Kostet, wie gesagt, einmal 30 Euro. Bin ich auch gerne bereit zu zahlen, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich einfach alles schnell und einfach da. Andere Sachen hat man vielleicht Glück und findet die im Internet. Das war zum Beispiel mit meiner Tiefverlegung, die Federn, die da eingebaut sind. Die habe ich dann durch langes Recherchieren im Internet, habe ich dann dazu auch die entsprechende ABE gefunden und konnte dann das auch mit beifügen. Des Weiteren wollte der Prüfer dann auch eine, die Abnahme haben von der Spurvermessung. Die hatte ich ja Gott sei Dank schon, weil ich eigentlich dafür keine Spurvermessung brauchte, sondern weil ich ja vorne alles auseinander hatte. Deswegen habe ich eine machen lassen und habe natürlich jetzt das Glück, dass ich sie da hatte, die dann nicht auch beifügen konnte. Des Weiteren wollte dann auch alle anderen Unterlagen haben, die ich noch so hatte. Und die habe ich natürlich alle mit beigefügt. Ja, und so einfach mal eben Termin zu kriegen bei der DEKRA für jemand, der eine 21er Abnahme macht, war jetzt auch nicht so einfach. Ich musste die jetzt anschreiben, das habe ich dann auch gemacht über dieses Portal. Hab dann den Prüfer, der für meine Region verantwortlich ist, rausgesucht. Hab natürlich auch bei der DEKRA angerufen. Ich war da sogar selber mal kurz da, weil ich daran vorbeigefahren bin. Hab gefragt, wer macht das? Da haben sie mir eine E-Mail-Adresse gegeben. Ich den guten Mann angeschrieben. Dann hat er mich nochmal zurückgeschrieben, weil ich vergessen habe, meine Adresse beizugeben und meinen Vor- und Zunamen. Ich habe einfach nur geschrieben, hallo, hier ist Markus. Ich habe den Audi, den hätte ich gerne die 21er Abnahme. Halt locker und flockig, sag ich mal. Ne? Das war dann eher so... Ja, sie müssen schon angeben, wer sie sind und was sie machen und was sie vorhaben und so. Gut, dann habe ich das nochmal wiederholt. In dem Sinne, dass ich dann alle Angaben auch so gemacht habe, wie sie die haben wollte. Also Name, Adresse und Fahrzeug, Fotos, Unterlagen, Fotos oder E-Mails, Fotos von den Unterlagen oder als PDF-Datei, alles mit beigefügt, damit der gute Mann direkt weiß, worum es geht. Hatte mit ihm auch gesprochen, weil ich auch so kleine Probleme hatte, auf der Feder die Nummer zu finden. Habe sie dann vorne auf beiden Seiten gefunden, aber hinten nur auf einer Seite. Er meinte, wenn du die auf einer Seite gefunden hast, reicht mir das. Dann kann ich dann gucken, die andere Feder wird der baugleich sein, dann kann ich die vergleichen und dann passt das auch. So war es dann auch. Also die Eintragung selber war Gott sei Dank jetzt nicht das große Problem, obwohl der Wagen unheimlich tief liegt. Also ich finde den selber schon extrem tief. Ich hatte aber auch keine Lust, wieder alles umzubauen. Ich wusste auch nicht jetzt genau, wie tief der war. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die ABE dafür gefunden hatte. Und es war halt ein bisschen schwierig. Aber ich wollte ihn auch nicht mehr baulich verändern, weil ich eigentlich den Wagen auch so gekauft habe, wie er mir gefällt. Auch mit der Tiefverlegung und den Alufelgen. Naja, nichtsdestotrotz hat soweit alles geklappt. Aber... Natürlich haben wir immer ein kleines Aber. Ich wollte natürlich auch direkt die Abnahme haben, damit ich den Wagen dann noch später anmelden kann. Die habe ich natürlich dann nicht bestanden. Ich lese mal eben vor, was hier so noch in Argen ist bei dem Fahrzeug. Ich muss ja sagen, es war ja länger abgemeldet. Ein riesen Wartungsstau, wie ihr in der Reihe bis jetzt ja wahrscheinlich mitgekriegt habt, dass ich unheimlich viel machen musste, unheimlich viel reparieren musste und dass einfach viel auf der Strecke geblieben ist. So. Des Weiteren, also hier steht zum Beispiel Bremskraftregler schwerfällig. Dann hat der gute Mann mich angerufen, weil ich war nämlich auch nicht an dem Termin selber da, sondern ich habe das Fahrzeug am Montag hingebracht, hatte am Mittwoch den Termin und habe den Wagen Mittwochnachmittag wieder abgeholt, weil ich selber nicht konnte, weil ich beruflich unterwegs war. Aber du hast halt die Möglichkeit, oder ich hatte dann die Möglichkeit, das Fahrzeug vorher abzugeben und später wieder abzuholen, so wie in meinen Zeitrahmen passte. Und der Prüfer konnte das Fahrzeug wirklich. Ich hatte einen Termin für Mittwoch 8 Uhr, der konnte den auch um 8 Uhr testen oder prüfen und rief mich dann, ich glaube gegen 11, 12 Uhr rief er mich an und sagte mir, was in Ordnung war, also dass die Eintragung drin ist, aber dass ich ein paar Mängel habe, die ich noch beheben muss. Die Mängel sind Bremskraftregler schwergängig. Da
Da meinte der Prüfer nämlich, pass auf, mach da ein bisschen Öl drauf. Hat in meinem Fall jetzt nicht gereicht. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf zu. Ich habe nämlich den Bremskraftregler schon ausgebaut und teilzerlegt. Das möchte ich auf jeden Fall zeigen, weil das Ding ist echt arschteuer für das Fahrzeug. Gebraucht jetzt gerade zwischen 80 und 200 Euro. Gebraucht und neu kriegst du die gerade nicht, obwohl die überall noch irgendwie im System hängen. Teilweise auch für 115 Euro nagelneu, aber nirgendwo verfügbar sind. Echt ätzend. Dann habe ich hier den zweiten Punkt. Betriebsbremsanlage. Mindestbremsung nicht erreicht. Wahrscheinlich, weil der Bremskraftregler hinten nicht vernünftig gesteuert hat. Gehe ich jetzt mal einfach davon aus. Plus, dass meine Bremsen alle nagelneu sind. Nicht eingefahren sind, gar nichts. Ich habe auch keine Möglichkeit, wenn der Wagen nicht angemeldet ist. Ich werde wahrscheinlich jetzt später nochmal einfach für blöd hinten die Straße, die hier abgesperrt ist, ein paar Mal hin und her fahren mit angezogener Handbremse, ein bisschen öfters mal bremsen, damit die sich wenigstens ein bisschen einreiben können und damit ich die komplette Bremskraft auch habe. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass der Bremskraftverstärker von hinten der Schuldige war. So, Abblendlicht links und rechts, Einstellung zu niedrig. Ich kenne das eigentlich so, dass die Prüfer selber mal Schlüssel rausholen, das höher drehen. Hat er jetzt mal einfach nicht gemacht. Ich bin jetzt einfach mal pro forma hingegangen und habe den einfach ab einen Strich an der Mauer gemacht, geschweige denn hier ans Tor und habe den dann so ein Stück höher gestellt. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten nehme ich bei der nächsten Vorführung, wo ich dann auch wirklich selber dabei bin, einfach mal einen Sechskant mit. Habe mir schon markiert, welche Schraube verantwortlich ist zum Hoch- und Runterdrehen und dann drehe ich die eben vor Ort mal schnell hoch oder stelle die dann richtig ein, damit der Prüfer damit zufrieden sein sollte. Sollte in der Regel auch kein Thema sein. Normalerweise lassen die das dann auch machen. Der nächste Punkt, Schlussleucht links ohne Funktion. Selber schuld. Meine Frau sagte mir, das geht nicht. Ich habe es vergessen zu tauschen. Und der Prüfer hat es gemerkt. Fahrtrichtungsanzeige vorne links. Farbbeschichtung der Lichtquelle abgelöst. Und das sieht dann so aus. Man sieht, da ist halt die Farbe weg. Ist nichts Schlimmes, schnell getauscht, war natürlich gar kein Problem. Dann habe ich Nebelschlussleuchte links ohne Funktion. Da war wirklich die Birne kaputt, habe ich auch überhaupt gar nicht vorher nachgeguckt. Nebelschlussleuchtschalter ohne Funktion. Da war ich aber echt am Suchen. Also ich habe erst den Schalter geguckt, da ging nicht so richtig, dann habe ich hinten geguckt, da ging gar nichts, dann habe ich natürlich auseinandergenommen, neu festgestellt, die Birne kaputt ist, reingemacht, dann konnte ich zwar schalten, aber man konnte am Schalter nicht sehen, aber hinten ging die Birne dann wieder, habe jetzt einen neuen Schalter bestellt, der ist auch angekommen, der Lichter, und den kann ich dann gleich mit euch zusammen schon eben einbauen. Motormanagement, Abgas, Reinigungssystem, Otto, nicht in Ordnung, ja. Sehr bescheiden die Nummer, weil der wollte natürlich eine Abgasprüfung machen, konnte er aber nicht, weil der Wagen einfach zu viel Falschluft zieht und dann kommen hinten falsche Werte raus. Ich habe natürlich auch wieder nicht die Möglichkeit, das Fahrzeug mal eben, ich sag mal, für ein paar Monate zu fahren und sagen, das fährt sich jetzt wieder ein und dann ist die Abgasanlage von alleine wieder dicht. Das passiert ja, der Rostpartikel, Wasser, ihr kennt das, da bewegt sich was, dann rostet das, rostet zu und dann ist das Thema durch. Nein, ich muss da jetzt mal eben mit ich sag mal Gum oder von Liquid Molly gebe ich da auch so eine Dichtungspaste, da muss ich jetzt mal ein bisschen dran fummeln, damit ich das so dicht kriege, dass hinten auch wirklich nur die Abgase ankommen und nicht noch Sauerstoff mit bei ist, die dann irgendwo anders angesogen worden ist. So, ja, ihr seht, das Ding ist ein bisschen bunter geworden. Habt ihr vielleicht in einem der anderen Videos gesehen, ich hoffe. Gut, wir gehen jetzt hin und arbeiten die Punkte ab, die ich auch teilweise schon abgearbeitet habe. Also die Lichter sind natürlich schon getauscht, die Birnchen, das war jetzt nicht das große Thema. Also hinten habe ich getauscht, vorne den Blinker habe ich getauscht. Jetzt machen wir noch eben den Schalter. Da zeige ich euch mal eben den einen Schalter und den anderen. So, das ist der Schalter, der normal drin ist. Und der sieht von innen so aus. So, der sieht von innen so aus, da sind so Plättchen drin. Die reiben dann auch, wenn du schaltest, reibt das so und dann schaltest du dieses halt ein und aus. Die Schalter sind teilweise miteinander verbunden. Ich sag mal, wenn du einen Schalter schaltest, schaltet der eine alleine. Schaltest du aber den anderen Schalter, schaltest du automatisch beide. Also schaltest du die Nebelschlussleuchte, machst du automatisch Nebel
die vorne mit an. Machst du die vorne an, machst du aber nicht automatisch mit hinten die Nebelschlussleuchte mit an. Sehr komplizierte Schaltung, wie ich finde. Ich habe ein bisschen durchgeguckt, wie der genau aufgebaut ist. Aber im Endeffekt war es bei mir nur der Schalter, der defekt ist. Da habe ich jetzt einen neuen. Gab es natürlich auch nicht den neuen, sondern auch nur in gebraucht. Aber solange funktioniert es mit völlig Pumpe, kostet es aber auch, ich glaube, mit Versand allen drum und dran 24 Euro für einen Schalter. Ist schon happig. Die machen wir eben rein. Und dann gehen wir weiter an den Bremskraftregler. Und er funktioniert auch. Wie gesagt, nochmal kurz gesagt, wenn ihr hinten einschaltet, müssen beide Schalter gleichzeitig angehen. Das heißt, es ist vorne und hinten an. Macht ihr nur vorne an, kann der hinten auch ausbleiben. Nur mal so als kleiner Tipp. Ich weiß, hinten die Lampe funktioniert, die habe ich schon getestet, habe schon geguckt, läuft auch. Jetzt gehen wir mal eben zum Bremskraftregler. Den habe ich da nämlich schon teils zerlegt. So Leute, ich habe jetzt hier den Bremskraftregler. Alexa, Werkbank an. Okay. Ich habe hier den Bremskraftregler schon gezeigt. Der sieht wie folgt aus. Normalerweise ist da hier noch so ein Verteiler drauf und hier diese Wippe ist da drauf. Habe ich jetzt hier ausgebohrt. Fein säuberlich, müsst ihr aufpassen, ist ein Stahlstift drin, rundherum ist Aluminium. Ihr wisst, Aluminium ist weicher, der Bohrer möchte nicht im Stahl bleiben, sondern überall anders hin. Also bitte vorsichtig, am besten im eingebauten Zustand oder eingespannten Zustand. Schön bohren, danach bin ich hingegangen, habe hier ein Gewinde reingemacht, um das später wieder zusammenbauen zu können und mit Loctite hochfest für die Ewigkeit wieder zusammenzubauen. Natürlich bin ich im Vorfeld hingegangen und habe mal durchgeprüft, wie weit das hier alles funktioniert. Jetzt zeige ich das kurz. Hier sind so ganz kleine süße Kolben drin. Die kann man nach hinten rausziehen. Dann bewegen die sich. Oder ihr setzt hier unten Luft drauf, auch im eingebauten Zustand, wenn die Wippe noch drauf ist. Dann könnt ihr das also ausbauen. Und wenn die Wippe noch drauf ist, kontrollieren, indem ihr hier unten Luftdruck drauf macht. Und dann müsste sich das eigentlich hier bewegen. Wir müssten Widerstand merken und merken, okay, da ist noch der Kolben noch in Ordnung oder nicht. Da müsst ihr es nicht unbedingt auseinandernehmen. Bei mir war jetzt der Kolben fest. Das heißt, ich musste das freigängig machen. Hier war viel Fett drin. Muss ich rausnehmen und dann einmal, ich sag mal, so gängig machen, dass es jetzt funktioniert. Jetzt gehe ich hin. Bob möchte das natürlich alles wieder schön fein säuberlich zusammenschrauben. Habe hier Bremsenfett. Das war da vorher auch drin. Das ist dieses durchsichtige, sage ich mal, dann machen wir es hier mal schön satt, alles wieder zu. In dem Fall sage ich viel hilft viel, weil dann können auch die Feuchtigkeit da nicht mehr rein. Wie gesagt, dann der Verteiler da drauf. Dann machen wir es in der Mitte auch noch ein bisschen Schmucki rein. So, wenn wir das gemacht haben, gehe ich jetzt hin und mache das wieder drauf. Hier muss ich noch gucken, ob die Bohrung passt. Oh, das passt sogar. Das passt auch, das ist schon mal super. Dann setze ich das rein. So, da war noch ein Abstandshalter noch drin. Machen wir wieder rein. So, wie ihr hier seht, habe ich aus alten Bremsschläuchen habe ich mir hier so Teile gemacht, damit ich die Leitung dicht halten kann. Problem ist halt, wenn ihr die Leitung quasi wegmachst, läuft dann immer, tropftet immer und irgendwann ist vorne der Behälter leer und ihr müsstet die komplette Bremsanlage entlüften. Hier habe ich jetzt den Vorteil, ich brauche nicht die komplette Bremsanlage entlüften, sondern nur den hintersten Teil. Dazu empfiehlt sich wieder so ein Schlüssel hier. Ich nehme aber auch den normalen, damit lässt sich erstmal leichter den Anfang machen und am Ende halt hier, um mehr Kraft drauf zu kriegen, so einen fast geschlossenen Schlüssel. Ist immer ganz gut. Kann ich eigentlich nur empfehlen, sich mal so einen Schlüsselsatz zu besorgen. Handschuhe empfehle ich natürlich auch, weil es da genauso zählt. Bremsflüssigkeit auf den Händen entzieht euch die Feuchtigkeit und ihr könntet natürlich auch eine schöne allergische Reaktion dadurch bekommen. So Leute, Bremskraftregler habe ich jetzt wieder drin, habe ihn schön eingebaut,
alles fest und ich habe ihn auch eingestellt. Natürlich vorher die Bremse entlüftet, alles, was man so machen soll. Darüber gibt es aber später ein gesondertes Video, weil ich den Aufwand jetzt zu groß fand und dieses Video einfach zu lang werden würde. Und ich denke mal, für den einen oder anderen könnte es interessant sein, wie man hier bei dem Audi 80 Cabrio den Bremskraftregler richtig einstellt, also mit den richtigen Maßen und auch mit dem richtigen Spezialwerkzeug. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr euch dann später das Video anschaut. Macht euch keine Sorgen, das Werkzeug habt ihr auf jeden Fall auch zu Hause. Gut, Abgasanlage muss ich jetzt noch mal ein bisschen nachrichten. Die hat zu viel Falschluft. Vorne habe ich mal geguckt, gestern mal den Wagen noch schnell gestartet. Habe vorne zwischen Cut und Motor mal geguckt, da ist auch schon mal alles Tito, alles super. Aber alles, was dahinter ist, muss ich jetzt noch mal kurz nacharbeiten. Und das mache ich noch mal schnell. Aber Auspuffanlage habe ich mit euch schon gemacht. Das heißt, ich mache es noch mal eben alleine. Ja, Leute, ihr wollt natürlich wissen, hat die Karre TÜV oder nicht? Leute, der Hobel hat endlich TÜV. Mega, ich bin richtig stolz darauf. Ich musste ja noch mal ein zweites Mal vorführen. Dort haben wir dann die ganzen Punkte noch mal abgearbeitet. Licht, Auspuff, alles, was war. Er hat noch mal eine schöne Abgasuntersuchung gekriegt, die er natürlich auch dann sofort bestanden hat. Hat mega gut geklappt. Ich bin auch richtig stolz darauf, dass es so geklappt hat. Ein bisschen mokiert hat der TÜV-Prüfer sich doch noch wegen dem Auspuff, wegen dem Cut, weil ich ja hier in diesem Cabrio einen Audi 80 Coupé quasi Cut eingebaut habe, der unheimlich günstig ist. In dem Falle habe ich gespart fast 500 Euro. Im Gegensatz zu dem Original Audi 80 Cabrio Cut. Von der Größe sind die beiden gleich, nur die Position ist ein bisschen anders. Da muss ich ein bisschen was machen. Da hat er sich ein bisschen drüber mokiert, aber im Endeffekt hat er sich auch darauf eingelassen, weil der Wagen natürlich auch die Abgasuntersuchung geschafft hat. Ansonsten bleibt es noch spannend mit dem Wagen. Da kommen noch viele, viele schöne Videos und auch spannende Videos. Lasst euch überraschen. Audi 80 Cabrio, das Thema ist noch nicht durch. Habt ihr noch was Feines für euch. Ich wünsche euch alles Gute. Für einen Daumen hoch für dieses Video würde ich mich mega freuen. Abonnieren könnt ihr den Kanal natürlich auch, aber das ist kostenlos. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Meister Frickel. Haut rein.